und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen und in deinem zu enden Part Super Mario Party mit dem Zwergenfürst, mit Donkey Kong, mit Goomba, mit Daisy und mit Monty Maulwurf. Jung, heute haben wir hier was Gigantisches vor. Heute trauen wir uns an den Pfad der Herausforderungen, Pfad der Prüfungen. Den haben wir freigeschaltet. Ich habe offscreen mal das letzte Minispiel freigeschaltet. Bei den Minispielen war noch ein Minispiel freizuschalten, den man hier bei dem Rhythmusspielchen freischalten musste. Und nun habe ich alle Spiele frei und kann den Pfad der Prüfungen betreten. Bestehe entlang des Pfades eine der insgesamt 80 Prüfungen. 80 Prüfungen. Ach du Schande. Das wird noch ein paar Parts brauchen. Ich hatte die Hoffnung, das jetzt sehr weit abzuschließen, aber... Ja gut, Pfad der Prüfungen. Das braucht noch ein paar Parts. Aber gut, danach haben wir dem ganzen endlich ein Ende gesetzt. Und ich will das Projekt so schnell wie möglich abhaken und beenden. Mich nervt die Joy-Con-Steuerung einfach. Das ist das, was mich hier in diesem Spiel juckt. Ich will wieder mit Pro-Controller spielen. Ich will ein Spiel, was ich mit Pro-Controller spielen kann. Das nervt nur. Na gut, legen wir los. Bestehe so viele Prüfungen, wie du nur kannst. Im Idealfall 80, weil dann kriegen wir das nächste und das letzte Juwel und haben das Ganze geschafft. Na dann, Donkey Kong, viel Glück auf deinem einsamen Pfad der Prüfungen. Einsam? Okay, hier haben wir den Pfad der Prüfungen. Dann starten wir das Ganze mal. Da oben sehen wir zwei Symbole, das Juwel und die Krone. Das Juwel steht wahrscheinlich dafür, dass wir es... Wahrscheinlich müssen wir nicht alle 80 schaffen, aber das Juwel steht dafür, dass wir das Juwel gekriegt haben, dass die Krone dafür, dass wir es bestanden haben, dass wir alle geschafft haben bis zu Ende. Na, schauen wir mal. Ziehen wir es uns rein. Die Stadtpromenade. Geschafft 0 von 10. Aha, also gibt es dann 8 Gebiete oder was? Liste. Aha, okay. Da gibt es jetzt eine kleine Story für. Hallo, Donkey Kong. Willkommen beim Pfad der Prüfungen. Ich erkläre mal kurz, worum es hier geht. Auf dem freundlichen Pfad erwarten dich 80 Prüfungen. Wenn du eine Prüfung bestehst, geht es weiter zur nächsten. Ach so, Feld für Feld oder was? Soweit ich weiß, hat es noch nie jemand bis zum Ende des Pfades geschafft. Ich kenne da einige, die das geschafft haben. Aber gut. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Wenn es jemand schafft, dann du. Also nicht aufgeben. Wenn du mal nicht vorankommst, gib alles. So, Prüfung Nummer 1. Zeit für die erste Prüfung. Wenn du deine Wege fortsetzen willst, musst du sie bestehen. Na dann. Pflanzenpflegepumper. Ziehe Blumen innerhalb von 20 Sekunden zum Blühen bringen. Na dann, auf geht's. Einzelminispiele. Naja, andere Minispiele, aber ich muss alleine ohne Team bestehen. Verstehe. So, 20 Sekunden Zeit habe ich, das ist doch machbar. Das kriegen wir hin. So, da wird der Controller geschüttelt. Und am besten muss ich auch der Erste sein, wenn ich es richtig verstehe. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Superb. Haben wir geschafft. Prüfung Nummer 1 geschafft. Da waren es nur noch 79. Das ist die große Frage, die große Preisfrage. Müssen wir wirklich alle 80 bestehen? Reicht es auch, wenn wir irgendwo abknicken? Haben wir dann trotzdem das Juwel? Naja, mal schauen, wie weit wir es erstmal schaffen. Knipskeilerei. Ja, das kennen wir. Mindestens 12 Punkte erzielen. Auf geht's. Ich bemühe mich. Sind das noch nicht die schwersten Spiele, aber ja. So. 12 Punkte wollen wir. 2 haben wir schon.
So, aus dem Weg. Ich brauche die Punkte. Ja. Ja, wenn es so weitergeht, reicht das nicht. Wobei. 4-6. Ja, es könnte trotzdem klappen. 3 Punkte. 6-9. Oh. Wird knapp. Oh, da habe ich es versaut. Okay, 2 Punkte brauche ich noch. Das ist machbar. Das lässt sich machen. 3 Punkte. Jo, da habe ich schon geschafft, das Ziel. Bin ich schon drüber hinaus. Alles klar, jetzt kann ich eigentlich abhauen. 2. 15 Punkte habe ich sogar geschafft. Das ist ja prima. Also durchaus noch machbar. Die zweite Prüfung. Naja, ist aber auch erst die zweite Prüfung. Lukrative Luftsprünge. Mindestens 45 Punkte erzielen. Es ist an der dritten Prüfung. Na dann. Oha, ein Rhythmusspiel. Oha, das will ich jetzt nicht schon verkacken. Oh Kacke. Ich tu's verkacken. Ich hab erst 6 Punkte. Das wird knapp. Oh shit. Oh shit. Na komm, volle Möhre. Das war wohl nix. Fast schon in der dritten Prüfung. Donkey Kong, möchtest du die Prüfung erneut in Angriff nehmen? Unbedingt. Ja, mein First Try. Na komm. Dum, 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 dum. Ich und Rhythmus spiele. Gleich mein Joy-Con fast kaputt gehauen. Na komm, 36. Oh, verdammt. So schwer kann das doch nicht sein. Ach, was willst du, Magic Goomba? Du kommst wohl gerade nicht so richtig weiter beim dritten Versuch. Möchtest du die Prüfung überspringen und weitergehen? Na komm, ja. Überspringen. Ich überspring's mal. So freundlich sind sie also. Du hast dich wacker geschlagen. Keine Pause. Oder weitermachen. Weiterspielen natürlich. Pause? Ja. Jetzt nach der dritten Prüfung schon. Wer rastet, der rostet. Weiter geht's. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Ja, dankeschön. Mario wird dich bei dieser Prüfung unterstützen. Na danke. Zutaten aber zackig. Ziel mindestens 4 Personen, 4 Punkte erreichen. Naja, auf geht's. Da sind wir doch geübt drin. Na komm. Das kriegen wir doch hin. Komm Mario, streng dich an. Vor allem Donkey Kong, streng dich an. Icon. Ich hole das Fleisch. So, Salat. So, Salätchen. Na komm, na komm, na komm. Tiere müssen wir schaffen. Ach du Schande. Das soll was werden. Mario, hol die Tomaten. Mario, hol die Tomaten. So, zack. 2 haben wir schon. Ich hol schon mal Bacon. Salätchen. Salätchen. Mario, du stehst im Weg. So, die vierte. Ich hol den Bacon. Na komm. Mario, mach. Mario, mach. Ich hab Bacon. Komm, hol den. Hol Salat. Das schaffen wir nicht mehr ganz, aber wir haben die Herausforderung erfüllt. Die Anforderungen.
bewältigt. Ein paar Partypunkte und weiter geht's. Nächste Prüfung. Kletterkonkurrenten. Innerhalb von 25 Sekunden, das wird wohl machbar sein. Kriegen wir hin. Auf geht's, Donkey Kong, du bist doch ein ganzer Kletterer. 3, 2, 1 und hoch. Eine Sekunde. Ja, die Steuerung nicht kapiert. Oh je. Sollte mir wohl erstmal die Steuerung durchlesen. Ja gut. So viel dazu. Schande. Du hast es gar nicht erreicht. Dürfte ich mal die Spielsteuerung sehen? Ich gebe mich heute nicht so gut. Ich gebe mich auch nicht so leicht geschlagen. Na komm. 3, 2, 1, los! Und hops, und hops, und hops, und hops, und hops, und hops, und hops. Na komm, zacke die Luster nach oben hier. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Das ist eine knappe Zeit, aber du schaffst das, Donkey Kong. Spring mich da an. Das Ziel ist nicht weit, das Ziel ist nicht weit. Kopfschüttel. Ich bin zu langsam. Der schon wieder. Ja, komm. Mach's halt. Gibt dann Abzugspunkt oder was? Na gut. Alle im Eimer. Ziel mindestens 8 Punkte erzielen. Mit den 3 Leuts hier. Na komm, das kriegen wir hin. Waren bisher erst 2, die ich verkackt habe. 8 Punkte? Das ist realistisch, das kann man hinkriegen. Na komm. Und rein. 2 Punkte mehr erst, 3 Punkte. Ich streck schon mal meine Hand entgegen. Vorsichtshalber. Na komm, rein da. 6. 7. 8. Herausforderung erfüllt. Ja, 10 wäre ja nicht. Das wäre ja zu schön. Aber geschafft. Herausforderung erfüllt. Weiter kann's gehen. So. Nächste Prüfung. Du hast dich wirklich geschlagen. Keine Pause. Keine Pause oder weitermachen. Weiterspielen. Hier wird noch keine Pause gemacht. Und weiter geht's. Mustergültiges Marschieren. Oh nein, wieder ein Rhythmusspiel. Ich glaube, das war das letzte Minispiel, was wir abschließen mussten, bevor wir hier rein konnten. Na gut. Ziel, mindestens 100 Punkte erzielen. Ne, das hatten wir schon früher. Punkte soll ich hier erreichen. Na super. Das wird nix, das wird nix, das wird nix. Das wird sowas von nix. Rhythmusspiele halt. Rhythmus. Der andere hat schon 53. Das kann ja was werden. Rhythmus. Wattenscheiß. Ich hab noch nicht mal die Hälfte. Donkey Kong sieht ein bisschen affig aus. Ja. Das war wohl nix. Achso, ich hätte hier noch ein bisschen winken können. Hätte auch nichts mehr gemacht. Was, ja, muss wohl. Wenn ich jetzt hier aufgebe, dann
lassen, dass ich schwimmen und schnell nach Hause muss. Na komm, fangen wir uns ein bisschen an. Bin hier auch ganz schön. Ich kann mir auch gut mal spielen. Das war dann nichts mehr. Mauschiox. Ja, man macht es auch nicht ganz korrekt, aber ja, ich mache halt irgendwas grundlegend verkehrt. Zu früh. Ab und zu mal prima, aber das reicht halt nicht aus. Ja, 84, weitaus besser als beim ersten Mal. Aber halt noch nicht gut genug. Wir steigern uns. Ja, nochmal, von mir aus. Ist wieder schlechter geworden. Satz mit X, das war wohl nix. So dauert es noch länger. Hier überspringen. Rhythmusspiele sind absolut nichts für mich. Mal schauen, ob das reicht für das Juwel. Saubere Arbeit, Gegner besiegen. Okay. Das sind hier erst noch die ersten 10 Minispiele. Wenn das so weitergeht in dem Kurs, ja, dann sind wir hier wohl 8 Parts noch beschäftigt. Das will ich schon meiden, mit Möglichkeit. Na komm, Staubsaugen. Das hatten wir glaube ich auch noch nie. So, 2 Klumpen liegen noch dort. Hat's gereicht? Oha, nein, hat's nicht. Schande. Ich dachte, ich hätte genug eingesaugt. Tja. Staubsaugen als Minispiel. Dann gibt's auch nur einen Super Mario. Na komm. Jetzt aber wirklich. Saug alles ein. Das muss ja hier, guck mal, ich hab doch hier die halbe Map. Ich hab die halbe Map auch kopiert. Das kann ja eigentlich nur. Oder? Ja, sag ich doch. Ein bisschen taktischer vorgehen und dann schafft man es auch. So, ein paar Pünktchen. Und weiter geht's. Nächste Prüfung zusammen mit Bowser Jr. Viele Freunde müsst ihr sein. Zielgegnerisches Team besiegen. Okay. Okay. Ach, Fußball. Hier wird Fußball gespielt. Pico greift sich den Ball. Bowser Jr. hat den Ball und Bowser Jr. schießt ein Tor. Nice. Wundervoll. Rosalina hat den Ball, Buhu, schießt ein gegnerisches Tor. Ah, verdammt. Das muss dem Team besser gelingen. Nein, Buhu hat den Ball und schießt das zweite Tor, verdammt. Ich versuche mich ein bisschen mit Moderation. Und Rosalina hat schon wieder den Ball. Wo ist Schalke? Gelingt es Schalke, den Ball abzunehmen? Es gelingt Schalke, den Ball abzunehmen. Und Bowser Jr. hat den Ball und schießt ein Tor. 2-2 ist es. Herrscht Gleichstand. Es ist wunderbar. Na los. Das rote Team hat den Ball und Donkey Kong spielt ins Tor. Und 3-2. Ja, wundervoll, Ski. Team Rot führt. Und Team Blau ist wieder am Ball und 3-3. Team Blau gelingt der Ausgleich. Und Team Rot ist am Ball. Team Blau ist am Ball. Scheibe schnappt sich den Ball und kämpft mit Rosalina um den Ball.
sitzt. Kuba wird von Dugu überrannt. Wird Rot den Ball halten. 3-3 Gleichstand. Ende. Das reicht nicht. Ein Sieg über das Team. Das ist ja jetzt hier. Das ist kein schöner Anblick. Start! Ja. Das Spiel ist schuld. Ich war noch nie so ein großer Fußballfan. Oh, Rosalinda ist jetzt in meinem Team. Das liegt daran, dass es Fußball ist. Das kann ja bei mir nicht gut gehen. Na komm. Kein Tor in dem gegnerischen Ziel, in dem gegnerischen Team ermöglichen. Nein, 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 nein. Leute. Na komm. Na, das habe ich die Spielsteuerung kapiert. Und geht her. Na, verdammt. Das war ein Foul. Na komm, Rosalina. Ah, rein damit. Das Runde ins Eckige. Na kommt, Leute. Na kommt's. Nein, 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 kein Tor. Gleichstand. Gleichstand reicht halt nicht. Wir brauchen einen Sieg. Na komm. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir brauchen einen Sieg. Wir brauchen einen Sieg. Und rein damit. Na komm. Komm, der war drin, der war drin. Schiedsrichter, der war drin. 3-1. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Das war eindeutig ein 2-1. Der Ball war drin. Ihr habt's gesehen. Ich hab's gefilmt. Gut, überspringen wir's. Weiter geht's. Also Donkey Kong. Wenn Donkey Kong weiß, wo dein Auto steht, also ich würde mich bemühen. Hey, du hast es geschafft. Die letzte Prüfung der Stadtpromenade besteht darin, gegen mich anzutreten und zu gewinnen. Langsam, langsam. Okay, ein Dreirad-Derby. Ziel den Konkurrenten zu besiegen. Aha. Haben wir gleich die Stadtpromenade besiegt. Die erste Etappe der Herausforderung. 3, 2, 1. Und wie kann man hier verlieren? Gibt es irgendwie eine Sache, wo man komplett abkratzen kann? Ich meine, wir haben schon einige Prüfungen nicht bestanden. Dann gibt es irgendeine Sache, wo man absolut Game Over gehen kann? Ja, das war ja scheiße. Willst du... Ach. Na komm. Das muss klappen. Das können wir uns ja nicht freikaufen. Na komm, na komm, na komm. Ein bisschen... Eins. Los, na komm, 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 na komm. Ich bin nicht gut in diesem Minispiel. Ah, komm. Was macht denn der Goomba da? Der hat irgendwie eine Beschleunigungstaste. Das wäre doch gelacht, wenn wir gegen den Goomba verlieren. 3, 2, 1, los! Der hat doch irgendwie eine Turbo-Taste. Das ist doch, was mache ich denn hier? Na komm, ich komme doch, es ist doch unfassbar. Gegen den kleinen Goomba. Die Spielsteuerung ist schuld. Ach, jetzt. Nochmal ausprobieren oder was? Überspringen wir jetzt nicht. Na komm, das muss doch irgendwie gehen. 3, 2, 1. Ja, schütteln, links, rechts, 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 links, rechts. Ich weiß es nicht. So kriegen wir das so ja niemals. Puh. Haben wir es jetzt verkackt? Haben wir jetzt verloren oder was? Achso, müssen wir nur noch mal eintreten. Regeln ansehen. Ich habe das Spiel noch nie wirklich kapiert, dieses Minispiel. Da kommt. 3, 2, 1, los! Ich wackel ja, ich wackel ja, ich wackel ja, ich wackel ja.
Ich versuch's. Ja, fast. Es wird immer besser. Irgendwann beim 30. Versuch kriegen wir es vielleicht irgendwann mal hin. Ganz locker schütteln. Na komm. Jo! Haben wir das scheiß Spiel auch mal hingekriegt. Beim 100. gefühlten Versuch. Ja, mei. Du hast nicht geschlagen. Okay. Die erste Insel geschafft. Die Lied geschafft. Das klingt ja aufmunternd. Na, haben dir die Prüfung bisher gefallen? Mehr oder weniger. Eher weniger. Aber ja. Aber da geht's zur nächsten. Da waren es noch 7. Erstmal zurück zum Party Plaza. Können wir dann gleich ins nächste Gebiet starten oder müssen wir das erste nochmal machen? Jo, da ist gleich das nächste Gebiet. Na dann, auf 7 weitere Parts. Hoffentlich nicht. In dieser Prüfung hier. Das hat hier eine Weile gebraucht. Musste ich vielleicht erstmal reinkommen. Im nächsten Part vielleicht mit besserer Leistung. Und dann schauen wir mal, wie viele Parts wir hier noch in Super Mario Party in der Herausforderung hier abhängen. Däumchen nach oben, soll es euch trotzdem irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Man sieht sich. 6 von 10 habe ich geschafft. Ach, hier sind dann 11 und dann... Ah, okay. 80 muss ich schaffen, also ich muss letztendlich alle schaffen. Oder was? Naja, habt dann einen fürstlichen Tag. Ein Däumchen, Abo, ihr wisst Bescheid. Rote Rolle. Man sieht sich. Ciao.